Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir laufen wieder schön im Kreis, wie immer. Wir reden nochmal kurz mit ihr. Vielleicht. Okay, mit Uhr. Habe ich gerade mit Uhr gesagt? Mit ihr, meine ich natürlich. Und dann gehen wir jetzt halt in die Höhle rein. Und gucken mal, was auf uns wartet. Erstmal essen wir noch was und trinken noch was. Wenn wir uns das Essen sparen können, scheiße. Na gut, ist ja auch egal. Ah, okay, es wird wieder automatisch gespeichert. Wie immer. Oder wie oft. Okay. Ziemlich viel Lava. Und ein komisch schimmerndes Tor. Das ist, eigentlich ist das nie ein gutes Zeichen, aber gut. Wir fingern das natürlich erstmal an und ui. Doppeltes Ui. Das war eine Aktion. Es ist ein Dementor. Oder der Dirt Devil. Auf jeden Fall irgendwas, was Staub saugt. Sind wir jetzt gestorben? Hui. Leb wohl. Ich habe ja jetzt mit einer Menge gerechnet, aber nicht damit, dass wir jetzt wirklich tot sind. Wochen später. Wehe. Ich sag nur schon mal wehe. Dann fange ich nämlich übelst an zu lachen. Huch. Gespannt. Was um alles in der Welt? Langsam, Junge. Du bist noch nicht so weit. Lass dir Zeit. Aber was? Nur Geduld. Bald wirst du alles verstehen. Was ist passiert? Was ist passiert? Eins nach dem anderen. Es dauert eine Weile, bis du nach deinem Tod wieder einigermaßen zu Verstand kommst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Mein Geist war auch schon einmal im Reich der Schatten gefangen. Das Reich der Schatten, kenne ich irgendwoher. Neuer Rang, Verlorener. Was heißt denn hier auch? Was heißt denn hier auch? Na schön, dann erzähl mir doch mal, was du in deiner Grube da gemacht hast. Ein kleines Nickerchen gehalten, was? Ich? Und wo sind deine Gefährten? Du bist doch nicht allein hierher gekommen, oder? Patty. Ja, genau. Sie haben dich hier begraben und sind schon längst nicht mehr hier. Ab jetzt pass ich auf dich auf, bevor du noch den Rest von dir verlierst. Was haben die Schatten mit mir gemacht? Sie haben dich getötet und deinen Geist in die Tiefen des Schattenreichs mitgenommen. Der schäbige Rest, der hier vor mir steht, ist fast nur noch eine leere Hülle. Nur eine Frage der Zeit, bis du nur noch ein seelenloser Scherge der Unterwelt bist. Warum gerade ich? Warum gerade ich? Keine Ahnung, aber irgendjemand im Schattenreich hat es auf dich abgesehen. Ich schätze, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich werde zu einem Schergen der Unterwelt?
Ja, mein Freund, du wirst zu einem Dämon, zu einem Lakaien des Schattenreichs. Es ist ein lang anhaltender und qualvoller Zustand, der mit deiner Verdammnis endet. Geht das auch ein bisschen netter? Für Nettigkeiten haben wir keine Zeit. Wenn du nicht völlig dem Seele Wahnsinn verfallen eins. Willst, musst du schleunigst deinen Geist wiederbekommen. Du bist sehr geschwächt und hast vieles vergessen. Du brauchst einen mächtigen Zauberer. Am besten gleich zwei. Ist keine leichte Sache, ohne Geist zu leben. Glaub mir. Okay. Wie kommen wir von hier wieder weg? Ich habe eine kleine Schaluppe dort in der Bucht vor Anker liegen. Es ist kein Schlachtschiff, aber zumindest ist es einigermaßen hochseetauglich. Okay, eine Schaluppe. Ja, ich will mich noch ein bisschen umschauen. Ich will mich hier noch etwas umsehen. Tu, was du nicht lassen kannst. Doch vergiss nicht, du hast deinen Geist verloren. Wenn du nicht zum Schergen mutieren willst, solltest du schleunigst etwas dagegen unternehmen. Wenn du noch Fragen hast, ich bin an deiner Seite. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Typen cool. C, um Charakterwerte zu steigern. Ah! Sieh mal einer an, wir sind wieder auf Null. So gefühlt. Du hast genug Ruhm, um ein Attribut zu steigern. Die Änderungen werden beim Verlassen des Menüs wirksam. Okay. Nee. Geist. Geist, was bringt mir denn der Geist? Die Wirkung von Tränken und Astralsicht? Astralsicht? Okay. Magie. Beeinflusst die Wirkung von Zaubersprüchen. Fingerfertigkeit beeinflusst den Schwellenwert bei Taschendiebstahlen und Schlösserknacken. Härte beeinflusst den Rüstungsschutz gegen Waffen und Magie. Einfluss beeinflusst den Schwellenwert bei Silberzunge und Einschüchterung. List beeinflusst den Schaden von Wurfdolchen, Pistolen und Armbrüsten. Fernkampf beeinflusst den Schaden von Musketen und Schrotflinten. Nahkampf. Ich glaube, ich gehe persönlich primär auf Nahkampf. Deswegen mache ich auch nochmal Nahkampf. Weil ich persönlich jemand bin, ich kämpfe sehr gerne im Nahkampf. Also so bei so Rollenspielen wie, ich nenne es jetzt mal als Beispiel, auch wenn ich es nie richtig gespielt habe, World of Warcraft. Wobei, ich habe es einmal gespielt, da bin ich immer Krieger geworden, weil ich immer, ich brauche den Nahkampf einfach. Ja. Ich bin einfach jemand, der den Nahkampf mag. Kuh, du hast durch deinen Tod hast du jetzt die Möglichkeit, in die Schattenwelt zu sehen. Lol. Durch zusätzliche Fähigkeiten kannst du lernen, bestimmte Objekte in deiner Schattenwelt leichter zu erkennen. Cool. Okay. Gut, sehen wir uns noch ein ganz kleines wenig um. Ach, der ist jetzt in unserer Gruppe. Wie heißt der denn überhaupt? Bones. Gefällt mir, aber was liegt denn da? Haben wir jetzt, ja, Proviant und so haben wir noch dabei. Ich glaube, da schnappe ich mir nochmal ganz schnell. Ach ne, das ist gar kein Lagerfeuer, stimmt. Ich habe mal gerade das Viech hier hinten. Weil, ich muss jetzt mal schauen, wie mächtig wir noch sind. Vermutlich nicht mehr so mächtig. Aber, na gut. Ich kann hier auf jeden Fall nichts mitnehmen, scheinbar. Dann ist okay. Und jetzt gleich kommt wieder meine Freundin ins Zimmer. Mann. Da ist sie auch schon, ja, wie ich gesagt habe. Bin ich im Fernsehen? Nee, auf YouTube. Mhm. Das solltest du aber mittlerweile mal wissen. Nee. So. Ein Ruderboot. An Bord, Ende. Ende. Lassen wir mal. Können wir mit dem hier nochmal reden? Wo finde ich mächtige Zauberer? Es gibt einige starke Zauberer in der Südsee.
Viele von ihnen sind die geistigen Führer einer Gemeinschaft. Plötzlich es täte dir gut, dich einer starken Gemeinschaft anzuschließen. Sie werden dir helfen, deine alte Stärke wieder zu erlangen. Nach deinem tödlichen Winterschlaf. Der tödliche Winterschlaf. Ja, wir waren tot, nur so zu deiner Erklärung nochmal. Wir waren tot? Ja, ja, wir waren tot. Okay. Ich war noch duschen. Ich könnte jetzt deinen Druiden gebrauchen. Den können wir jetzt wirklich gebrauchen. Du hast da wenigstens Oberlix. Ich glaube, sein Name war Eldrick. Er soll dort der geistige Führer der Dämonenjäger sein. Diese dunklen Krieger sind sehr stark und haben ihre ganz eigene Art der schwarzen Magie. Könnte mir gut vorstellen, dass sie auch bei deinem Geistproblem helfen können. Okay, 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 okay. Die Eingeborenen sind starke Voodoo-Zauberer. Die Eingeborenen sind starke Voodoo-Zauberer. Das ist wahr. Ja. Der Stamm, der für dich am interessantesten sein dürfte, befindet sich auf der Insel Kila. Starke Krieger, mächtige Schamanen, ganz großes Voodoo. Ich denke, du wirst dort finden, was du suchst. Ist das so? Wo sind die verbannten Magier? Soviel ich weiß, haben sie sich auf der Donnerinsel Taranis niedergelassen. Sie graben dort zusammen mit den Gnomen die gesamte Insel um, auf der Suche nach kleinen magischen Kristallen. Nur die Magier selbst wissen, wozu das gut sein soll. Was ist mit der Inquisition? Diese schießwütigen Musketenträger haben schon lange ihre Vormachtstellung hier in der Südsee verloren. Nun, die Zuckerrohrplantage auf Takarigua wird immer noch betrieben, soviel ich weiß. Ziemlich fraglich, ob diese zugeknöpften Blauröcke dir wirklich helfen können, aber wer weiß. So, ich denke, jetzt hast du genug Anhaltspunkte, einen mächtigen Zauberer zu finden. Du musst dich nun entscheiden, wen du davon um Hilfe bitten willst. Okay. Bewahren wir nochmal mit unserer Schwester. Ich sag doch, sie und ihre Jungs sind nicht mehr an der Krabbenküste. Sie fuhr mit ihrem Kahn nach Takarigua. So viel ich gehört habe, will sie dort jemanden finden, der ihr die Schatzkarte der Krabbenküste verkauft hat. Klang nicht so, als würde das eine freundliche Begegnung. Kennst du jemanden auf Takarigua? Der alte Leuchtturmwärter Jack hat dort seinen Turm. Aber wer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Okay. Wir kriegen ja eine Menge neue Missionen. Fangen wir mal, wer er überhaupt ist. Wer bist du eigentlich? Ich bin Bones. Wir sind uns vor Jahren schon einmal über den Weg gelaufen. Aber ich glaube kaum, dass du dich in deinem Zustand noch daran erinnern kannst. Ich habe deine körperlichen Überreste mit meinen erbärmlichen Voodoo-Fertigkeiten aus dem Todesschlaf geweckt. Der letzte, bei dem ich so etwas versuchte, hatte nicht so viel Glück. Aber lassen wir das. Ich bin froh, dass es überhaupt geklappt hat und du nun einigermaßen lebendig hier vor mir stehst. So gesehen bin ich der letzte Freund, der dir in dieser trostlosen Gegend noch geblieben ist. Yay, wer mein Freund. Fangen wir das noch. Ich bin eigentlich geschickt, mich wieder zu erwecken. Ich bin ein Pirat, genau wie du. Naja, zumindest warst du mal einer. Du warst ein Mitglied einer einst sehr mächtigen Piratenvereinigung. Der Rat der Kapitäne auf Antigua. Admiral Alvarez führt diesen Rat schon seit vielen Jahren an. Er war es, der mich auf die Suche nach dir schickte. Alvarez macht sich Sorgen um seinen Schützling. Aha. Woher wusstet ihr, wo ihr mich findet? Das war nicht schwer. Jeder Halunke der Südsee wusste, dass du den Schatz der Krabbenküste heben willst. Du solltest dem alten Mann besser mal ein wenig unter die Arme greifen. Alvarez hat so seine Schwierigkeiten auf Antigua. Der Fortbestand des Rates der Kapitäne steht auf dem Spiel. Okay. Dann lassen wir uns jetzt noch kurz... Bring uns an Bord deines Kahns. Genau. Klar. Am besten, wir nehmen das Boot. Das geht am schnellsten. Welches Boot? Das, was direkt neben uns steht? Und bumm, sind wir auf dem Boot. Ja, achso, okay. Ja, da ist ein Steuer, okay. Dürfen wir jetzt segeln? Wenn ja, dann erfahren wir das erst in der nächsten Aufnahme und so weiter und so fort. Wir hüpfen jetzt hier gerade noch ein bisschen rum und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, wieder. Bis zum nächsten Mal wieder. Ja, sag einfach tschüss. Okay, kauft euch Watch Dogs. Tschüss. Ja genau, kauft euch Watch Dogs und
Ich würde persönlich auch sagen, das Spiel hier kann man sich auch kaufen. Schon mal so als Vorfazit, weil ich finde das eigentlich bis jetzt so in den ersten paar Parts schon ziemlich cool. Es kann natürlich sein, dass es sich später noch nicht so gut entwickelt, aber das wollen wir mal nicht hoffen, beziehungsweise wollen wir mal nicht von ausgehen. Wir sehen uns, wie gesagt, dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3. Das war's dann. Euer Shinigami. Tschüss. Und wir können hier nicht reinspringen. Aber ich will auch baden gehen. Okay. Ach, doch, wir können reinfahren. Okay. Interessant. Dann möchte ich jetzt aber noch bitte wieder hier hoch. Ich glaube, ich komme da nicht mehr hoch. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Doch, hier können wir wieder hoch. Na bitte. Gut, okay, tschüss.